Herzlich willkommen. In diesem Videotutorial zeigen wir Ihnen, wie Sie bei Kondenstrocknern der TTKS-Serie den Betriebsstundenzähler gegen einen MID-konformen Dualzähler austauschen. Diese Arbeiten sollten von einer autorisierten Elektrofachkraft durchgeführt werden. Ziehen Sie bitte, bevor Sie beginnen, den Netzstecker. Im ersten Schritt lösen Sie bitte die vier Schrauben auf der Geräteoberseite und entfernen Sie die Deckelplatte. Nach dem Lösen der Schrauben auf der Geräterückseite können Sie nun auch die Rückwand abnehmen. Nun ist auf der rechten Geräteseite das Elektrogehäuse gut zugänglich. Nehmen Sie bitte die Blechabdeckung ab. Ziehen Sie nun die beiden Kabelstecker des Betriebsstundenzählers ab. Legen Sie das blaue Kabel nach vorne heraus. Das andere Kabel wird mit dem MID-Zähler nicht mehr benötigt. Befestigen Sie es an einer geeigneten Stelle mit einem Kabelbinder. Der Betriebsstundenzähler wird von hinten mit einem Klemmrahmen gehalten. Entfernen Sie nun diesen Klemmrahmen und nehmen Sie dann den Zähler nach vorne heraus. Der MID-konforme Dualzähler wird von uns mit einem Kabelsatz geliefert. Bitte klemmen Sie das blaue Kabel auf den Anschluss N, das braune auf L-Out und das schwarze auf L-In. Schieben Sie nun die Gummidichtung über den Zähler. Überprüfen Sie bitte, ob die Seriennummern von Zähler und Aufkleber identisch sind. Zukünftig erhalten Sie von uns MID-Zähler, bei denen die Seriennummer vorne aufgebracht ist. Hierbei entfällt dann die Nummer auf dem Aufkleber. Setzen Sie den MID-Zähler in die Gehäuseöffnung und fixieren Sie ihn anschließend mit dem Klemmrahmen. Verbinden Sie nun das vorher herausgelegte blaue Kabel mit dem entsprechenden Stecker des MID-Zählers. Nun den von der Innenseite betrachtet rechten oberen Stecker vom Netzschalter abziehen und mit dem braunen Kabel des MID-Zählers verbinden. Den verbleibenden schwarzen Stecker des Zählers nur noch auf dem freien Platz am Netzschalter stecken. Prüfen Sie nun noch einmal alle Steckverbindungen auf festen Sitz und montieren Sie dann wieder die Abdeckung des Elektrokastens. Nach der Montage von Rückwand und Gehäusedeckel ist der Umbau nun fertig. Kleben Sie nun den beiliegenden Aufkleber neben den Zähler auf das Gerät. Nach diesen Arbeiten sollte nun unbedingt eine Geräteprüfung nach DGUV V3 durchgeführt werden. Nun sollten Sie abschließend noch einen Funktionstest durchführen. Nehmen Sie den Trockner in Betrieb. Die LED im MID-Zähler sollte nun blinken. Damit ist der TTKS nun umgebaut und wieder einsatzbereit. Wir hoffen, wir konnten Ihnen weiterhelfen. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Internetseite. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.